Ach stimmt, ich muss gerade mal dran denken. Wir haben ja noch die Katapulte. Wenn die gut schießen und die Gegner nicht vorher feuern. Wir haben keine Zeitbegrenzung, das ist schön. Hier können wir eh nicht hoch, oder? Anscheinend doch. Doch, das würde gehen. Wir hätten es vielleicht... Ich weiß nicht, ich glaube, die könnten darüber schießen. Könnten es vielleicht sogar mit den Mangen aufnehmen. Sire? Auf die Idee muss man aber auch erst mal kommen. Armbrustschützen haben eh eine sehr niedrige Reichweite. Da kacken wir jetzt doch erstmal drauf und nehmen lieber, nutzen lieber die Schnelligkeit der Bogenschützen aus. Augen auf, Männer! Mein Herr, ich befürchte, das ist unmöglich, my Lord. Befehligt uns. Ihr schießt nicht? Alles klar. So, dann habt mal ein bisschen Spaß, meine Freunde. Ihr habt ein bisschen Zeit zur Verfügung. Fuck. Welche Prüfung erwartet uns? Och, Mann. Okay, das funktioniert. Aber ich möchte mal kurz was testen. Ich starte mal neu. Kein Mann. Wir haben ja gespeichert. Sah wie abwesender aus als Arthur. Ich möchte mal wissen, Herr, ich bedauere zutiefst, dass es zwischen euch und Sir Lancelot zu diesem Zerwürfnis kommen musste. Zu Beziehungsproblemen kam. Dass wir nun seine Burg belagern müssen, ist in der Tat ein schwarzer Tag für Albion. Ziehen los! Das ist ein schwarzer Tag für Mittelerde. Denn nun wird der Ring unerreichbar sein. Wayne, ach nee, zu euren Diensten. Gebt uns nur ein Ziel. Kein Mann sah wohl je... Ich meinte natürlich den Johannes Bellicoeur. Ich bedauere zutiefst, dass es zwischen euch und Sir Lancelot zu diesem Zerwürfnis kommen musste. Dass wir nun seine Burg belagern müssen, ist in der Tat ein schwarzer Tag für Albion. Wir sind gar nicht da. Ich möchte mal testen, ob ich die Mangen wegschießen kann. Wenn ich die Bogenschützen hier vortue und den Schild hinmache, dürfte es eigentlich klappen. Lauft. Wurde wieder abgebrochen. Lord? Es tut trotzdem weh. Nennen wir das mal Mangen. Dass ich mal weiß, wo es war. Wo ich Spiel gespeichert habe. So. Auf die Plätze, Männer. Hoch mit euch. In Bewegung. Los, hoch mit euch. Ich befürchte, das ist unmöglich, mein Lord. Ich verstehe immer, ich befeuchte, das ist unmöglich. Ich befeuchte dieses Tuch und denke, es ist unmöglich. Bereit machen. Wir sind eure Leute. Nein, ich befeuchte, es funktioniert nicht. Wir bewegen uns. Vielleicht nur mit den Katapulten, aber die brauchen zu lange. Ja, alles klar, das wollte ich testen. Dann machen wir mit unserem alten Spielstand weiter. Ach, steht auch die Uhrzeit daneben. Haha. Dann weiß ich's ja. Gut. Dann machen wir das sogar wirklich so, dass ihr jetzt alle daherkommt. Was sollen wir für euch tun? Zack. Schutzschild aktiviert. Ihr kommt mal ein bisschen schneller. Und am besten so, dass die Mangel nicht mitfeuert und dann wird alles gut. Okay, ich sehe gerade, die Armbrustschützen haben überhaupt keinen Nutzen. Dann laden wir das nochmal. Dann lassen wir es einfach dabei. Dass wir nur die Bogenschützen schicken. Prüf die Waffen! Und die schicken wir in etwa hier hin. Mit Glück funktioniert das. Mit Glück. Wir sind bereit. Dass die Mangel nicht schießt? Japp. Und wir kriegen hier sehr viel abgeschossen. Nur deshalb warten wir dann einfach, bis das Ding neu aufgeladen ist. Mal. Bogenschützen vorbereiten. So, wann schießt das Ding? Immer noch nicht. Nett. Ich zieh mich mal zurück. In Bewegung. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Du da. Guck mal. Bogenschützen unterwegs. Ja, da ist das Schild weg. Augen auf, Männer. Ziehen gut, los. Dass ich darauf geachtet habe. Ja, was machen wir jetzt in der Zeit, bis das Ding abgelaufen ist? Wir machen mal ein bisschen höher die Geschwindigkeit. Und erfreuen uns am schönen Küstenwetter. Ah, ist das nicht toll.
Soweit wir dann hier durch sind. Wie machen wir weiter? Wir müssen ja hier hinten durch und den meucheln. Den Shift über die Klippe stürzen. Gebt uns etwas zu tun. Eigentlich können wir schon mal mit den Katapulten vorkommen und ein wenig Spaß haben. Hier hinten schießen ja die Mangen nicht hin. Plan. Plan gefällt mir. Vielleicht können wir sogar hier hinten die Bogenschützen wegschießen. Obwohl. Wäre es nicht cooler? Nee, es wäre cooler, Leitertrigger hier hinzuschicken. Vielleicht nur zwei oder drei. Bogenschützen hochzuschicken auf diesen Turm und von dort aus beschießen sie die Mange. Plan. Von dort aus können sie auch super hier rüberballern. Und wenn ich dann den Schutzschild wieder mache. Ja, gut, dann brauchen wir das da drüben nicht. Schieß mal kaputt. Oh, arme Tukutus. Ich finde es gar nicht mal so schlecht, dass es hier gar keine Stein. Gar kein Steinnachrüsten gibt. Also geben muss. Spiel gespeichert. Ist zwar unrealistischer, aber hey, man kann mit Katapulten auf Dauer rumballern. Wie es einem lieb ist. Zack. Wir sind einsatzbereit. Rücken vor. Das ist eine gute Frage. Wenn ich meinen Plan machen will, dann muss ich erstmal hier mit ein, zwei Leiterträgern schnell hin. Bereit. Mein Spaß haben. Kämpfer, ja, halt euch mal. Bitte schnell. Mangel wird böse. So schnell wir können, Sire. So zwei Stück dürften eigentlich reichen. Wenn die gut und schnell sind, dann sind sie dort und dann können schnell die Bogenschützen hoch. Die schicke ich dann ganz da rechts hin. Oh, die können da, glaube ich, auch rüberschießen. Ich weiß es nicht. My Lord? Ich mache mal einen Test. Machen wir nochmal. Ey, es ist doch das Neueste immer oben. Hä? Spiel gespeichert. Okay, okay. Ich nehme alles zurück. Wie können wir dienen? Machen wir mal normale Geschwindigkeit wieder, weil das wird jetzt. Oh. Wow! Bekannt. Die Türme da, das ist echt Wahnsinn. Ziehen jetzt los! Okay. Wie lautet der Plan? Sofort, Sire! Wir haben mehr gespeichert. Was? So weit vorne bist du wahnsinnig. Na, was soll's. Sagt so. Einfach Bescheid. Eine Leiter steht zumindest. Ich meine, es gibt Schlimmeres. Eure Ritter stehen bereit. Ist hier oben irgendwas, was mich meucheln könnte? Nahkämpfer oder so? Keine. Behalten wir einfach mal diesen Plan, ansonsten schieße ich die Mauer einfach nieder. Ist eine gute Frage, ob das jetzt ein guter Plan ist. Mauer niederschießen. Unser Leben gehört. Wir speichern hier doch mal. Und wir speichern das unter Leitern. Obwohl, ist da nur eine. Dann machen wir das mal in Klammern. So. Spiel gespeichert. Alles klar. Weiter geht's. Hinauf, hinauf zum Glück. Und hier, du machst dann hier ein schönes Schutzschild. Und zwar so. Dann haben die ihren Spaß da oben. Die Mangen schießen ja, nicht. Rauf auf die Hört Welle! Rauf auf die Welle! Rauf auf die Welle! Auf die Welle! Auf. So, weiter geht's. Da war ich eigentlich schon passend im Menü. Ich wollte eh neu laden. Unter Leiter. Nehmt die Armbrüste hoch! Hunde! Die Armbrüstschützen vielleicht doch mal mit hoch. Bemannt die Brüste! So unklug ist das noch nicht mal. Dann schicken wir euch mit vor. Das speichern wir sogar nochmal unter irgendwie Let's Play 2 oder so. Spiel gespeichert. Weil die Idee mit der Leiter ist gut. Ich hab's akzeptiert, dass die Idee toll ist. Ich kann aber nicht akzeptieren, dass hier meine Armbrüstschützen weggeballert werden, wie sonst irgendwas. Und irgendwie ja nicht das passiert, was ich will. Also. Befehligt uns. So. Hochkommen und Spaß haben, bitte. Sir, bemannt die Brüstung. What? Ihr Scherzkekse, ey. Nee, ich glaube, das funktioniert nur auf zwei Anläufe. Oder? Muss nicht mal festgeschrieben stehen.
Probieren wir das einfach mal. Los geht's. Nee, ich mach's doch lieber in zwei Anläufen. Ich mach's lieber sicherer und in zwei Anläufen. Deswegen Leitern und dann machen wir das nur mit Bogenschützen, weil irgendwie sind die Armbrustschützen dann doch zu lahm und zu unagil. Rauf auf die Welle! Und einfach nur zu doof. Rauf auf die Welle! Genau das wollte ich sagen. Zu doof. Und Schutz und... ich wünschte, ich hätte jetzt irgendwie eine Stoppuhr, dass ich das jetzt messen könnte, aber wir machen das jetzt einfach mal, dass wir jetzt ein kleines bisschen laufen lassen, dann speichern wir und dann gucken wir nochmal. So, jetzt wird gespeichert und let's play normal. Spiel gespeichert. So, ein kleines bisschen lassen wir noch laufen und jetzt geht's zurück. Plätze, Männer. In Bewegung. Runter, runter, runter. Hat eigentlich gut hingehauen. Gefällt mir. Hat mir gefallen. Gebt uns nur ein Ziel. Ausgenommen von der Tatsache, dass wir die Armbrustschützen gerade wieder stressen. Zu Diensten. Passt das eigentlich? Ziehen los. Braucht ihr etwas? Nochmal so eine Aktion und da ist wieder ziemlich was weg und die kriege ich nicht tot. Wir haben auch keine schnellen Einheiten. Wir haben hier bloß Schwertkämpfer und diese anderen Räume. Gut, wir könnten hier Katzen... Nee, ich riskiere jetzt nicht, hier mit irgendwie mit Katzen vorzufahren und hier das Zeug holen. Aber ich könnte hier mit Katzen hinfahren. Ich möchte aber auf jeden Fall hier hoch. Da das nur Nahkämpfer sind, kann ich da eigentlich mit dem Bogenschützen dann hochwaschen, so schnell es geht. Dann machen wir noch einen zweiten Anlauf, versuchen irgendwie... Jetzt tut es mir irgendwie dann doch schon leid, dass ich hier das zerschossen habe. Aber ich glaube, ich kann die hier hinsetzen. Dann setze ich die hier um. Fragt sich, ob ich die hier hoch will. Wow! Leute, denkt doch mal nach. Denkt doch an euer Leben. Warum seid ihr eigentlich so schnell? Neue Befehle, Sire? Schwertkämpfer, vorwärts! Lautschaft! Gute Frage, nächste Frage. Wie machen wir weiter? Wir machen auf jeden Fall dann gleich nochmal einen neuen Ansturm, sobald das jetzt aufgeladen ist. In der Zwischenzeit... Wie lautet der Plan? Keine Ahnung. Bewegen uns! Sind wir alle glücklich und rauchen La Paloma Pfeifen? Ach nee, doch nicht. Brechen auf! Es ist blöd, dass man auf diesen Türmen einfach niemanden abballern kann. Und es ist auch blöd, dass hier die Streitkolbenkämpfer stehen. Ja, das muss ich offen zugeben. Ja, und letztes Mal aber auch gar nicht so schlecht. Vielleicht schicke ich wirklich meine Nahkampfstaffel einfach mal schön gechillt hier hoch. Die ziehen dann auch gleichzeitig noch ein bisschen Feuer auf sich. Es ist halt die Frage, ob wir beim nächsten Mal schon gleich den vollständigen Sturm machen wollen oder ob wir das jetzt gemächlich noch angehen und einfach noch einmal sicher aufräumen und dann stürmen. Das ist halt die Frage. Aber jetzt ist das Ding fertig. Ich glaube, ich mache doch lieber sicher und mache nochmal einen gemütlichen Sturm. Spiel gespeichert. So, machen wir dann wieder auf 40 auf die normale Lord? Geschwindigkeit. Die Leiter ist weg. Ficken. Alles bereit. Natürlich. Du machst das. Du bist mein Leiterträger des Jahres. Na? Gute Arbeit. Euer Urteil. Was sollen wir für euch tun? Rauf auf die Welle! Das ist der beste Leiterträger, den ich jemals gekannt habe. So, Schutzschild steht. Dann kommt mal hoch und habt Spaß. Bogenschützen? Dafür seid ihr ja hier. Rauf auf die Welle! Wir sind eure Leute. Rauf auf die Welle! Scheiße! Eure treuen Bogenschützen. Ja, scheiße. Sprach er. Unsere Bögen werden singen. Okay, ich glaube, ihr machen doch einen endgültigen Sturm. Wie ich sehe, haben die Streitkolbenkämpfer nicht unbedingt sehr viel Sympathie für uns. Was soll's? Auf die Plätze. Dann kommt mal her. So viele sind ja auch nicht mehr da, wie die mich abballern können wie beim ersten Mal.
gehen los. Hey, die sind, glaube ich, ein Stückchen wirklich schneller, wenn ich doppelt klicke, oder? Ich weiß nicht genau. Naja, egal. Speichern wir nochmal unser Leiter. Ist da wieder eine. Spiel gespeichert.